Heute machen wir was ganz Altmodisches. Königsberger Klopse nach Großmutters Rezept. Willkommen bei Kalle kocht. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Unser Rezept besteht aus 500 Gramm gemischtem Hackfleisch. Dann habe ich hier zwei altbackene Brötchen. Die habe ich mit einer Tasse Milch schon mal komplett eingeweicht. Und unsere Hackfleischbällchen, die wollen wir natürlich nachher kochen. Und dafür habe ich eine gespickte Zwiebel vorbereitet. Einfach nur ein Lorbeerblättchen mit zwei Nelken festpieksen. Und natürlich darf unser selbstgekochter Gemüsefond nicht fehlen. Den nehmen wir heute anstatt Wasser, weil hier ist schon mal ein bisschen Geschmack drin. Zum Abschmecken ein bisschen Muskatnuss. Und was wären Königsberger Klopse ohne Kapern? Ich habe jetzt hier ein kleines Gläschen wirklich mit den feinsten gekauft. Hat den großen Vorteil, ich brauche sie nicht nochmal durchzuschneiden. Und natürlich dürfen Sardellenfilets in unserer Hackfleischmasse nicht fehlen. Das ist ein Klassiker, der kommt da immer hinein. Wer es gar nicht mag, lässt sie einfach weg. Und unsere Soße wollen wir nachher ein bisschen binden und dafür benutzen wir eine klassische Mehlschwitze. 50 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl und 300 Milliliter Sahne. Da das Ganze ein bisschen flotter gehen darf, fange ich mal mit meiner Gemüsebrühe an. Die bringe ich hier schon mal zum Sieden. Und damit die auch noch mehr Geschmack bekommt, kommt da schon die gespickte Zwiebel mit hinein. Salz brauche ich nicht hineingeben, weil unsere Gemüsebrühe schmeckte schon richtig, richtig, richtig gut. Das lassen wir jetzt da warm werden und in der Zwischenzeit machen wir unsere Hackmollis. So, wir starten für unser Hackfleisch mit den Sardellen. Und dann nehme ich, wie gesagt, so zwei Filets. Die möchten ganz fein gehackt werden, weil die sind ja im Prinzip nur ein Würzmittel. Deswegen ganz fein durchhacken, weil die bringen uns so eine leichte Salznote, die wirklich ganz prima zu den Kapern passt. Und wenn die Sardellen so schön fein gehackt sind, dann kommen sie direkt auf unser Hackfleisch drauf. Kräftig würzen mit Salz und Pfeffer. Weil, bitte nicht vergessen, wir geben dort jetzt gleich noch eine ordentliche Menge Brot dazu. Das Brot ist der komplette Neutralisator, deswegen muss das hier kräftig gewürzt werden. Geben wir gleich einen Löffel Kapern dazu, weil ich finde es eigentlich immer schön, wenn in meiner Hackfleischmasse auch Kapern drin sind. Und unser eingeweichtes Brot. Schau mal, wie schön. Das war eine Tasse Milch, die ist komplett aufgenommen worden. Und natürlich auch Muskatnuss darf nicht fehlen. Und das Ganze verarbeiten wir zu einer glatten Masse. So, unser Fond ist am Kochen, die Hackfleischmasse ist vorbereitet. Jetzt müssen wir noch die kleinen Bällchen abdrehen. Die Größe spielt eigentlich keine große Rolle. Normalerweise sind sie fast Tennisball groß. Ich habe es viel lieber, wenn wir sie ein bisschen kleiner machen, weil dann kann man eher nochmal einen nachnehmen. Kleiner Tipp, macht euch die Hände immer ein bisschen nass, dann lassen sich die Hackfleischbällchen viel leichter abdrehen. Carmen, was meinst du? Ist das eine Größe, mit der wir leben können? Da kann man doch lieber mal drei Stück von essen, oder? Ich finde die perfekt. Ich auch. So, das Schöne bei unseren Hoffmann-Töpfen ist ja dieser Glasdeckel. Man sieht immer genau, was da drinnen gerade stattfindet im Topf. Und unser Fond kocht, unsere Zwiebel hat schon ein bisschen Geschmack abgegeben und da setzen wir jetzt einfach unsere kleinen Klößchen hinein. Und wenn wir den Fond, den wir hier drinnen haben, und die Sahne vorher schon abmessen, dann kann uns auch überhaupt nichts daneben gehen, dann passt das Rezept auch für die Soße später. Von Anfang an gleich ganz genau. So, ihr seht schon, Topf ist bestens geeignet für 12 Königsberger. Da geben wir den Deckel jetzt wieder drauf und wir lassen das auf ganz kleiner Flamme, so auf 7, das reicht vollkommen, einfach mal 20 Minuten in aller Ruhe gar ziehen. Für einen Liter Soße brauchen wir 50 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Als allererstes lassen wir mal die Butter im Topf schmelzen. Und wenn das so schön angeschwitzt ist hier, füllen wir normalerweise mit dem Fond unserer Königsberger Klopse auf. Da wir aber genau gerechnet haben und wir wissen, dass 300 Milliliter Sahne später dazukommen, können wir das hier schon mal vorbereiten. Auf die warme Mehlschwitze geben wir die kalte Sahne
Und das ist vielleicht der Moment, wo die meisten so Angst vor haben. Es wird eine furchtbare, dicke Klumpe hier, aber das ist ja erst der Beginn, denn da kommt ja insgesamt ein ganzer Liter dazu, dann wird es am Ende schon passen. Wieder ein Schuss Sahne dazu, wieder unterrühren. Und jetzt kommen wir langsam auch an einen Punkt, wo wir mit unserem Löffel nicht mehr viel erreichen. Ich rühre das noch einmal unter. Wir tauschen das Werkzeug, Löffel kommt weg. Jetzt kommt unser Schneebesen dran und die restliche Sahne dazu. So. Und damit ist unsere Soße vorbereitet. Weil, Carmen, schau hier nochmal hinein. Da haben wir ja jetzt noch unsere 700 Milliliter Gemüsebrühe, die jetzt immer besser wird durch unser Hackfleisch. Und wenn die Feuchtigkeit hier mit hineinkommt, dann haben wir die perfekte Soße. Ihr werdet es sehen. So, 15 Minuten sind herum. Ich finde, das sieht doch schon lecker aus, oder? Das riecht vor allem lecker. So, jetzt haben wir hier unseren Ansatz der Mehlschwitze. Und da geben wir jetzt schon mal einen ordentlichen Schuss unserer Brühe da oben drauf von den Hackfleischbällchen. Und das rühren wir jetzt wiederum glatt. Aber wenn Carmen mal rechts in den Topf hineinschaut, da ist noch ein guter halber Liter Brühe drin. Und den geben wir jetzt wiederum hier in unsere Brühe, in unsere Soße hinein. Und wir rühren das zwischendurch immer wieder glatt. Und das Gute ist, wir brauchen jetzt nicht mehr großartig abwiegen. Ihr gebt da halt so viel Brühe rein, wie ihr es möchtet. Habt ihr eine besonders dicke Soße gern, lasst ihr halt ein bisschen Brühe weg. Wenn es ein bisschen schlanker sein darf, gebt ihr noch ein bisschen Brühe dazu. Das Ganze lassen wir hier mal so 2 bis 3 Minuten vor sich hin köcheln, damit das Mehl auch wirklich gar wird. Gute Möglichkeit, meine restlichen Kapern samt dem Kapernsaft da hineinzugeben. Weil so ein bisschen Säure darf hier jetzt nicht fehlen. Und was meine Oma immer gemacht hat, in einem kleinen Spritzer Zitrone, wird das Ganze noch frischer. Abschmecken mit Salz und Pfeffer und dann sind wir schon fast fertig. So, jetzt kommt da unsere wunderbare Kapernsoße drüber. Perfekt! Schau mal, wie fluffig unsere kleinen Fleischbällchen hier sind. Bisschen Soße. Zergeht im Munde. Super fluffig. Großmutters Königsberger Klopse. Wem das gefällt, ein Däumchen nach oben hilft uns immer. Abonniert den Kanal, schaut vielleicht mal bei Instagram vorbei. Und Carmen möchte euch noch etwas sagen. Wir haben euch lieb. Das ist sowas von richtig. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss.